mich nicht alles täuscht. Okay, hier gibt es auf jeden Fall flüssiges Wasser. Das heißt, hier kann es nicht so kalt sein wie andernorts. Okay, Geräusche. So, das macht mir jetzt schon wieder mürbe. Kirre, wie auch immer. Ne, das sind Pilze, wie es scheint. Okay, kommen wir da rüber? Oh, ist das schon wieder laut auf den Ohren. Was ist das? Eine Kerze. Ha, jetzt die Frage. Darüber oder da? Ich würde eigentlich eher dahin, weil da auch wieder ein Totem ist. Boah. Ei, war das knapp. Ich höre irgendwo einen Zettel. Bilde ich mir ein? Wieder ein Blatt Papier. Ist, glaube ich, noch ein Stückchen weiter weg. Da hinten vielleicht? Jetzt die Frage, wenn wir hier runtergehen, kommen wir denn überhaupt wieder hoch? Oder sind wir denn aufgeschmissen? Wir gucken erstmal, ob wir vielleicht da lang... Ne, hier kommen wir, glaube ich, gar nicht weiter. Ne, gut, dann müssen wir versuchen, unseren Weg hier lang zu machen. So. Ne, das ist ein bisschen arg tief. Hä? Ne, da wollte ich eigentlich... Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Eigentlich nach da hinten. Also verkehrt sieht das jetzt erstmal nicht aus. Mir doch sicher irgendwo ein Zettel. Ich höre es doch flattern. Aber wo? Ach da, Mann, bin ich blind. So, na mal gucken. Die menschliche Psyche, Dr. Wojkowski, über wahnhafte Störung. Ich bin letztes Jahr während meiner Tätigkeit im Moskauer Krankenhaus bei einem sehr interessanten Fall gestoßen. Es handelt sich um einen Patienten, der eine Frau angegriffen hat. Er bestand darauf, dass ihm sein Freund den Angriff befohlen hatte. Er behauptete außerdem, dass er Mitarbeiter in einer staatlichen Behörde gewesen sei, die mit Untersuchungen ungeklärter Phänomene befasst war. Es klingt absurd, doch die betrügerischen Vorstellungen... Doch die trügerischen Vorstellungen dieses Mannes waren so ausgeprägt, dass er die Vorfälle aus diesem Leben, das er nie gehabt hatte, bis ins kleinste Detail schilderte. Wir analysierten die Sache und suchten nach Beweisen für seine Aussagen. Doch wie zu erwarten, fand sich in der Realität keine Bestätigung dafür. An dieser Stelle musste ich festhalten, dass der Patient an einer wahnhaften Störung leidet. Unter anderem zeigt er Anzeichen von Beeinflussungswahn, Besessenheitszuständen und Verfolgungsangst. Neulich habe ich erfahren, dass er seit einiger Zeit davon überzeugt ist, sein Körper würde sich zersetzen. Er hat also das Cotard-Syndrom entwickelt. Die Wahnvorstellungen gründen auf abnormalen mentalen Vorgängen, bei denen sich der Patient in eine fiktive Realität mit ausgedachten Ereignissen und Menschen begibt. Betroffene Patienten sind durch keine Beweise davon abzubringen, dass ihre Vorstellungen nur eingebildet sind. Sie versuchen sogar, selbst Beweise zur Bestätigung ihrer eigenen Version der Darstellung zu finden. Das war auch bei diesem Patienten der Fall. Er sprach von Dokumenten, die er angeblich mit eigenen Augen gesehen hatte. Naturgemäß bestätigten sich diese Aussagen nicht. Wir stellten fest, dass die Krankheit unseres Patienten
von einem tragischen Unglück im Ural herrührt, bei dem 9 Skiwanderer, in erster Linie Studenten, getötet wurden. Leider wissen wir noch immer nicht, welche Verbindung zwischen dem Patienten diesem Vorfall besteht. Es ist jedoch möglich, dass alleine die Information über das Ereignis ein schweres Trauma ausgelöst hat. Mhm. Und dieser Patient sind wir? Oder? Da hinten ist das ein Lager. Wenn wir jetzt noch wüssten, wo wir sind. Das wäre optimal. So, jetzt ist die Frage, gehen wir wieder zurück in die Höhle? Oder gehen wir erstmal zum Lager? Aber wenn wir beim Lager sind, befürchte ich, dass wir dann so schnell nicht zurückkommen. Oder doch? Das ist auf jeden Fall hier eine Wand, die wir dann nicht wieder hochkommen. Oder ist es das Lager? Ich glaube sogar... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich vermute nämlich fast, dass es das Lager, wo wir uns vorhin schon hin teleportiert hatten. Nee, wir bleiben jetzt erstmal noch in der Höhle. Warte mal, wir gucken mal auf die Karte. Da waren wir scheinbar noch nicht. Ich glaube, das haben wir gerade gefunden. Ah, okay, das heißt, wir müssten nochmal zurück. Und nochmal schauen, dass wir den anderen Weg nehmen. Dass wir da oben lang kommen. Okay, ist gerade so ruhig. Oh Gott, wo sind wir jetzt hier? Aha. Aha. Ja, jetzt ist die Frage, kommen wir denn da nochmal wieder zurück auf den Pfad? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, okay, spätestens hier kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Ganz grandios gemacht, Torin, super. Ganz starke Sache. Ach, verflixt. Wären wir mal zur anderen Seite rausgegangen, wo das vermeintliche Lager ist. Und nu? Ich mach jetzt auf die Karte. Ich vermute, wir sind jetzt hier rausgekommen. Dürfte hinhauen. Ja, dann machen wir es so. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem Lager, teleportieren uns wieder dahin und dann gehen wir nochmal durch die Höhle. Es tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Im Grunde genommen ist es, wie es ist. Oh. Okay. Hier noch irgendwas? Nö, scheint nicht so. Hier noch irgendwas? Auch nicht, nein. Na gut, man hört ja auch kein Zettel flattern. Aber von daher. So, ab zum Lager. Ja, du bist ganz so außer Puste, das wissen wir ja. Du bist immer außer Puste. Oh. Tja, und sonst so? Habt ihr schon Weihnachtsbaum? Ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir einen holen werde. Also wenn, dann bloß einen ganz kleinen. Ganz klein, hab ja gar keinen Platz für so eine große Tanne. So. Dann auf ein neues. Hatten wir schon lange nicht mehr. Na komm schon. Oh, er will nicht. So, komm. Keine Müdigkeit vorschützen. Yep. So, dann gehen wir nochmal in die Höhle. Und zwar dann den linken Weg. Ich glaube, der ging links lang, ne? Wir müssen da hinten hinkommen, was noch auf unserer Agenda steht.
Das könnte sein, dass das noch ein Schlüsselereignis ist oder eine Schlüsselposition, ja, wie auch immer man das nennen möchte. So. Dann wollen wir mal, gehen wir hier rüber. Und diesmal halten wir uns dann wieder links. Ja, genau. Wir halten uns hier mal links. Und schauen hier nochmal. Nee. Ja, genau. Und hier waren wir halt auch schon damals gewesen. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir... Ich denke mal, wir sind jetzt hier oben. Oder? Genau, guck mal, da waren wir auch schon. Okay, dann müssen wir da jetzt hinfinden. So, aber da waren, glaube ich... Uncover the truth for everyone to see. So you can point the finger at the monster. First, take a look at the mirror. Ja. Das hasse immer, wenn der Sprecher, der Narrator in Erscheinung tritt. Geht's mir schon schlecht. Oh. Genau, hier hat man damals auch was gefunden gehabt. Könnte es sein, dass es das hier ist? Wenn, dann müssten wir jetzt weiter und hier oben die Schlaufe einmal lang. Dass wir da hinkommen hier bei 1482 oder was auch immer das war. Ist das unser Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, hier leuchtet es schon mal creepy. Das könnte... Ah ne, das hatten wir ja damals, dass es hier geheult hat. Ich glaube, damals bin ich hier hochgegangen, kann das sein? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Gut, das scheint uns aber auch rein gar nichts zu bringen. Außer, dass vielleicht gleich so ein Eiszapfen auf uns herunterregnet. Okay, diese leuchtende Figur ist ja da rechts abgebogen. Wir sind weiter gegangen. Also gehen wir davon aus, dass die Figur hier rechts abgebogen ist, denn ich habe keine Ahnung. Es ist alles Spekulation. Alles reine Spekulation. Niemand weiß nichts Genaues. Sie an, als wenn sie weinen würde. Oh, ein Zettel. My dear Vera, I'm spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace. Only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow. The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state. I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I've contributed to shall never find any justification nor explanation. I can only cover it up with madness. But
I am aware that this is a pathetic excuse, and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened, and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison 100 times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister, and after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best. Forever yours, Vitali. Okay, Vitali hat ein mächtiges Ding an der Krone, würde ich sagen. Okay, wir wissen jetzt also, der Vitali ist auch dieser Sprecher, den wir hin und wieder hier hören. Der hat also die Macke. So, ich guck mal gleich auf die Karte. Ach, Tatsache, das ist das. Das heißt, wir müssten jetzt nur noch dahin einmal. Da können wir denn damit dorthin reisen. Dann sehen wir weiter. Dann haben wir ja alle Lokalitäten abgegrast. So gesehen. Dann hoffe ich, dass wir... Da ist doch... Entweder ist das ein Lager oder... Auch nicht. Ah, okay, da kommt man raus. Alles klar. Gut, aber zu dem Lager werden wir jetzt nicht hinkommen, oder? Wenn wir jetzt hier hochgehen, dann vielleicht? Irgendwie links hoch? Nochmal links hoch? Hier sind wir ja damit schon mal lang gelaufen. War ja, als wir dann auf dem Weg zu dem Wald waren. Ha! Na bitte. So. Okay. Das Lager haben wir. Und jetzt begeben wir uns noch dort hinunter, um dann hier hinzukommen. Was? 66... Warte. 6672. Da müssen wir hin. Okay. Wollen wir mal sehen, ob wir jetzt das letzte Stück Weg finden. So, ich guck mal vorsichtshalber auf die Karte. Okay, wir sind jetzt hier. Wir haben da zwei nur nach links oder nach rechts. Wir könnten rechts rumgehen und dann da oder links rum und da. Ach Gott, oh Gott. Na, wir gucken mal. Wir finden schon einen Weg. Aber hier höre ich einen Zettel. Ich höre einen Zettel.